Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Cast hier auf Silent Cast HD. Und ich fange das jetzt gerade an hier, nachdem das Stockholm Invitational geendet hat. Wie langweilig war bitteschön das letzte Spiel von MC gegen Ducklow Ra? Naja, White Ra. Das war wirklich nicht schön. Ich hätte Ducklow ja. Ra. Na, verdammter Sponsor. Eher gegönnt, aber was soll's. Wir haben Aspire hier auf der nordwestlichen Position auf den auf dem Shakuras Plateau und Gold als Protoss im Nordosten. Und wir werden mal sehen, das hier ist natürlich wieder ein Zuschauercast, denn weder ich noch Red sind Teil eines Spielerteams oder sind Teil des Spiels. Interessanterweise stellt hier Gold den Pylon ziemlich seitlich, also entweder ganz hinten, also hier oder sogar hier. Oder aber hier die sich einbauen, aber hier den Pylon so weit seitlich stellen, ist interessant. Wobei der Kubernetes-Kern, wenn er den hier stellt, würde wahrscheinlich auch noch reichen. Aspire sieht davon ab, sich hier einzubauen. Also ist auch, glaube ich, Geschmackssache. Gegen Protoss und Terraner hat es, denke ich, weniger Sinn als gegen Zerg. Aber trotzdem eine ziemliche Standardsache, denke ich, für die Terraner. Ist einfach angenehmer. Vor allem, weil die Terraner ja noch nicht mal die Choke haben, sondern sich komplett einbauen können. Aspire direkt mit dem richtigen Riecher scoutet hier richtig rum. Gold hat noch gar nicht angefangen zu suchen. Und Aspire befürchtet es aber, dass er hier irgendwo einen kleinen Proxy Pylon passend zu der heutigen letzten Turnier. Wäre das ja eine Möglichkeit. Und Gold scoutet falsch rum, ohne Wegpunkte falsch rum. Okay. Nächster Pylon baut noch nicht den Kubernetikern. Da ist der Kubernetikern. Der Berserker ist auf dem Weg. Wie sieht's hier drüben aus? Ah, Kaserne mit Tech Lab wird gebaut. Und ein vorgezogenes Supply Depot, um hier diese Ecke abzudecken, ohne hier die Gefahr von einem Pylon zu haben. Das ist natürlich eine Sache, die auf diesen Spawnpunkten wirklich gefährlich ist. Und habt ihr gesehen, wie lange die Sonne hier unten rumstand? Meine Fresse, wie lange stand die da unten rum? Na, B. B muss ich drücken, B muss ich drücken. Na. Also sie steht hier unten mindestens 10 Sekunden rum. Dafür gibt es die tollen Wegpunkte selbst. Ich habe das jetzt schon gelernt. Also den Fehler macht man, glaube ich, auch einmal und nicht wieder. Jetzt hängt hier der Berserker an dem SEV dran. Also der wird, ich denke, der SEV ist sogar schneller als der Berserker. 281, 225, gar kein Problem. Und jetzt kann er hier auch noch rausschlüpfen. Dieser Eingang ist auch groß genug. Da kann man auch überhaupt gar nichts machen. Aber Aspire hat hier nichts scouten können. Zumindest nichts Großartiges von Interesse. Er hat hier jetzt seine zwei Gates und den Kubernetikern. Jetzt wird Warp-Tech erforscht. Wie sieht's hier drüben aus? Die ersten Rächer kommen aufs Spielfeld. Fancy. Rächer sind auf dem Spielfeld. Und das ist natürlich ein wirklich schöner Weg hier, den man mit seinem Rächer einschlagen kann. Hier komplett rüberspringen und man kann auch direkt wieder raus, ohne Angst zu haben, dass man hier von der Choke direkt getroffen wird. Macht aber auch noch keinen Druck hier direkt mit dem ersten Rächer, wartet hier anscheinend auf den zweiten, denn sobald man seine Rächer gezeigt hat, wird es natürlich problematisch, denn so eng ist die Rampe nicht, aber sobald die ersten Stalker auf dem Feld sind, wird es auch problematisch. Gold geht hier in das Foregate. Foregate kann man noch problemlos von einer Base aus unterstützen mit Mineralien. Und hier unten steht schon wieder die Probe Ewigkeiten rum. Also das Scouten müsste Gold nochmal sich ein paar Gedanken drüber machen, ob er das wirklich so durchzieht, wie er es im Moment tut. Und jetzt kommt der erste Druck von Aspire. Nein, doch nicht. Ja, Herr Forge noch Stimpack hat jetzt den Marine, also das wird bei zwei Rechern bleiben. Ah, jetzt kommt's. Hier springen sie rein. Was hat... Gold hat nichts, um dagegen anzukämpfen. Der ist direkt jetzt nur auf Berserkern. Oh, das ist fies, das ist fies. Wie sieht's aus hier? 4 Drohnen schon verloren, 5 Drohnen verloren, 6 Drohnen verloren. Noch keine Reaktion von Gold. 7 Drohnen verloren, 8 Drohnen verloren.
Und jetzt kommen die Berserker, aber die Berserker sind langsamer. Wenn er hier gut microt, dann kann er auch noch die Berserker ausschalten. Das Einzige, was hier wirklich problematisch sind, sind die Stalker. Aber jetzt hat er das Warpgate-Tag und im Moment wird hier nicht gemeint. Das könnte wirklich fies werden. Noch kein Warp-In von... Oh, die sind immer noch keine Warpgates und noch immer keine Stalker hier auf dem Weg. Er hat die Mineralien nicht. Jetzt kann er hier den nächsten Berserker ausschalten und noch hier weiter Druck machen mit den Zealots. Jetzt kommt hier aber der Protector, der ist immer ein Fernkämpfer. Und die Reaper haben nun mal nicht so viel Energie, als so viel Lebenspunkte, als dass hier so ein Protector problemlos mit seinem leichten Schaden davonkommt. Aber der wird jetzt auch ausgeschaltet, der Rächer. Aber guckt euch das jetzt mal an hier. Das Income, da hat sich echt einiges getan, einfach durch diesen schnellen Angriff. Jetzt endlich kommt hier das Warp-Tag, also abgesehen davon, dass Spire hier einen wirklich guten Job gemacht hat mit seinem Harassment, ist hier Gold, denke ich, noch relativ unerfahren, was seine Spielweise angeht. Hat hier unten immer noch eine Probe rumstehen, fängt jetzt endlich an, sie hochzuschicken. Also hat jetzt hier 8 Minuten lang gebraucht, um seine Probe von seiner eigenen Base bis in die, also er hat natürlich falsch rumgescoutet, aber bis in die letzte Möglichkeit zu schicken. Und jetzt fährt er hier die Probe anscheinend auch noch hoch und verliert die natürlich, denn hier stehen die Marines und freuen sich schon auf ihn. Also Gold hier, denke ich, noch relativ unerfahren, was die 1 gegen 1 Ladder angeht, beziehungsweise was Spiele an sich hier wirklich im kompetitiven Sinne angeht. Und man sieht es hier auch, also Espire hat da schon sehr viel mehr Erfahrung, schickt hier seine Einheiten mit Angriffsbefehl. Das ist eine Sache, die mache ich jetzt noch nicht mal immer, weil ich sie manchmal vergesse. Also das ist auf jeden Fall ein erfahrener Spieler als hier Gold. Man sieht es auch im Supply, also in den Mineralien, dass hier wirklich Gold gerade mit allem kämpft und Espire hat es hier zwar nicht die optimale Mineralienauslastung, aber ja, Gold muss hier wirklich sich jeden Stalker vom Mund absparen und Espire kann hier Druck machen mit was er will, aber ich denke, wenn hier ein gutes Force Field kommt, dann sollte es unproblematisch sein. Kein Guardian Shield bis jetzt. Oh, und der Protector wird hier schön gefokusfeiert. Kein Guardian Shield, interessanterweise, also auch das spricht dafür, dass er hier anscheinend die Protoss noch nicht so lange spielt, denn ja, in den Tutorials, in dem Singleplayer, spielt man natürlich als Terraner. Und zwar als StarCraft 1 Terraner mit Medics und wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, sind Lurker dabei? Ich weiß es nicht. Erster Medivac hier auf dem Feld und interessanter... Na okay, jetzt kommt erstmal der Observer, aber auch sonst wäre, denke ich, hier ein Immortal gegen die Marines nicht das Beste. Der Immortal natürlich mit seinen gehärteten Schilden interessanter gegen Marodeure. Denn die Mortals machen auch noch Schaden, extra Schaden gegen die gepanzerten Einheiten. Also hier wäre wahrscheinlich der Tag zum Kolossus interessanter. Aber ich schätze, das wird er tun, wenn er hier sieht, was hier in den Kasernen alles gebaut wird. Selbst an dem Tech Lab werden hier nur Marines produziert. Ich schreibe euch mal unten ein. Ein Witz rein, den mir Red heute Abend geschrieben hat. Ich fand ihn sehr, sehr spaßig. So, erster Drop hier jetzt. Interessante Wegführung. Schleicht sich hier wirklich möglichst nah am Rand entlang mit mehreren Wegpunkten. Der erste Drop jetzt hier für Espire. Weiteres Harassment hier hinten. Was hat Gold? Ich glaube nicht, dass Gold selbst, wenn er hier hinkommt, glaube ich nicht, dass Gold das hier zurückwerfen kann, denn ja, Stim ist jetzt erforscht und weitere Marines werden gebaut. Er hat hier immer noch keine Factory, so wie es aussieht. Also jetzt hier natürlich, ja, eine Factory für den Raumhafen, aber das sieht aus, als würde das gleich eine Scouting Factory werden, denn er benutzt sie hier überhaupt nicht. Und jetzt kommt hier der Stim für die ersten paar Marines. Noch wird hier ausgeladen und da kommt jetzt der Konterangriff hier. Gold in seiner eigenen Basis, aber ich denke, das hier wird fies. Er wird hier, denke ich, die Marines auseinanderpflücken können. Aber mit dem Medivac im Hintergrund ist es natürlich eine Gefahr. Und Espire hebt hier 3 Marines auf. Alles gar kein Problem. Hat hier 5 verloren. 3 hebt er auf, also gar kein Problem. Weiter hier auf voller Energie in dem Nexus. Wie sieht's aus income-technisch? Jetzt hier, sobald es anläuft, jetzt endlich wird hier der Chrono-Boost gestartet. Sobald es hier anläuft, ja, also hat hier ganz, ganz locker das Doppelte an Einkommen. 10 zu 19 Sammlern, also die Sammler von Espire, die
sind nicht so überragend. Also es sind nicht so überragend viele. Er hat immer noch nicht seine Expansion und jetzt kommt er hier. Oh, he built a base in your base. Schickt auch gleich seinen ersten Hellion hier rein, aber die Stalker stehen schon dahinter. Also der Hellion wird hier nicht allzu viel Druck machen können. Schätze ich mal, den wird er sehr, sehr schnell verlieren. Keine einzige Probe gebaut. Ich denke, den zweiten Hellion wird er hier abbrechen. Und Goal denkt sich natürlich, okay, wo kommt der Hellion her? Ah, there's a freaking base in your base. Hat den Hellion abgebrochen, hat nochmal einen Hellion kurz angefangen, aber hebt jetzt seine Factory ab, um jetzt hier einfach ein bisschen zu scouten. Die Frage ist, ob der Hellion, ob die Fabrik hier so weit kommen wird. Es sieht nicht so aus. Die Robo Bay ist aber auch gescoutet, die Factory geht jetzt down. Also noch gibt es nichts Interessantes und da ist das Roboter-Dock. Denn hier haben wir jetzt noch einen Drop hier jetzt von der Spire, während er hier sicher war, dass Gold die Factory jagt. Und das könnte hier noch knapp werden, wenn jetzt Gold hier wirklich weiter meint und Spire nicht bald Druck macht, dann könnte der Koloss hier wirklich einen großen Unterschied machen, denn es sind immer noch nur hier Marines und Medivacs. Warum hier noch keine Add-ons dran sind, kann ich mir nicht erklären, warum man das Tech-Lab hier nicht zumindest für Kampfschild hier Erforschung benutzt, denn er ist hier wirklich nur auf Marines, da sollte man alles mitnehmen. Es ist auch noch keine, wie nennt sich das Ding hier, für die Terraner, kein Maschinendock, also noch keine Upgrade-Möglichkeit. Jetzt endlich kommt hier der Observer rein und sieht hier diese Angriffskraft. Es würde mich nicht wundern, wenn jetzt hier die nächsten Bunker gebaut werden. Der Bunker hier ist neu abgebaut. Oder macht er jetzt hier mit dem Bunker Druck? Hier kommt nämlich ein WBF mit. Es könnte sein, dass er jetzt hier vorne Druck machen möchte mit dem Bunker. Gold hat keinen Schimmer von irgendwas auf der Karte. Er muss sich hier wirklich um seine eigene Base kümmern. Und da kommt jetzt hier endlich die Expansion auf der 17-Minuten-Marke. Aber gar kein Problem. Denn Spire hat ja nur hier, ich denke immer noch so ungefähr 19, ja, es sind jetzt 20 WBFs. Wobei einer ja nicht meint, sondern hier irgendwo hinten mit rumgurkt. Da ist er. So, jetzt kommt der Angriff hier von der Spire und das ist, denke ich, eine fatale Sache. Der erste Koloss ist auf dem Feld, aber mit den Medivacs hat man hier natürlich den Highground. Endlich ein Forcefield, sehr, sehr schön. Und jetzt wird hier richtig schön geröstet. Der Koloss ist down, hat hier nicht viel machen können. Wie viele Kills hatte der Koloss? Schöner Stim hier auf die Rampe hoch. Und der Koloss hatte, naja, die drei wahrscheinlich nur. Also er hatte 0, als er gestorben ist. Jetzt hier wird eingesammelt und, nein. Der Medivac mit 2 HP fliegt hier noch seine wertvolle Fracht ein. Aber das hätte, denke ich, auch keinen Unterschied mehr gemacht, wenn der SCV jetzt hier, wenn der Medivac hier abgeschossen worden wäre. Und alles, gar kein Problem hier, hat wirklich, glaube ich, kein Medivac. Ne, fliegt hier den einen Medivac weg. Also hat keinen einzigen Medivac verloren. Hier minimale Verluste. Man sieht es hier, doppelt so viele Verluste auf der Seite von Gold. Überhaupt keine Aggression für Gold. Spire hat ihn wirklich hier auseinandergeflippt. Also. Ich bin irgendwie nicht so begeistert. Man kann natürlich, also, gut, ich lade es einfach mal hoch. Einfach, weil, hey, ich bin, auf meinem Kanal bin ich der Diktator und was ich sage, interessiert mich gar nicht. Also, ich habe ja gesagt, schickt mir keine Replays, die den anderen vernichten, aber das hier wird, denke ich, das, oder eins der wenigen sein, wo ich sowas zulasse, sage ich einfach mal. Denn hier hat man einfach mal gesehen, wie viel es doch ausmacht, einfach mal am Anfang mit wenig Einheiten Druck zu machen. Denn hier hat er wirklich mit Reapers, ich meine, es haben ja auch noch andere Einheiten, andere Rassen die Möglichkeit, so frühen Druck zu machen. Die Terraner zweifelsohne sehr viel besser, aber guckt euch das mal an hier. Ein konstanter Fluss an Marines. Wie gesagt, er hätte schon längst das Maschinendock bauen können, er hätte schon längst expandieren können, er hätte schon längst sein Kampfschild erforschen können und er hätte schon längst hier an den beiden anderen Kasernen das Addon bauen können. Aber ich glaube, hauptsächlich lade ich dieses dieses Replay hoch oder diesen Cast hoch, einfach um euch den Joke reinzuschreiben, denn der passt auf dieses Replay wie Arsch auf Eimer. Ich bin Silent, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ich bin raus.